So, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen, dass ihr den Raum gefühlt sehr voll macht. Mein Name ist Andreas Schepers, ich leite die Kommunikation des New Space Unternehmens aus Berlin, PT Scientist. Und das ist mein Kollege Julien Wattelet. Nice to meet you, I'm Julien Wattelet, I'm the PR guy for Ariane Group. I will speak English as you can hear, since it's a bilingual event today. And we're very happy to have you here. What a better place to wish for than the planetarium. Genau, und wir möchten uns an dieser Stelle bei unserem Gastgeber bedanken. Tim Florian Horn leitet nämlich die Planetarien. Vielleicht magst du was sagen. Wir haben abgemacht, 90 Sekunden. Ich nehme die Uhr. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kinosaal des Planetariums. Und daher die Frage, wer von Ihnen war denn schon mal im richtigen Planetarium oben? Montag, genau. Ich war nicht da, ich war auf einer Konferenz. Willkommen zurück. Das Besondere ist, dass wir im Planetarium darüber sprechen, wie wir unseren Platz im Kosmos kennenlernen. Und ich freue mich besonders, hier herauszufinden und zu hören, dass Ariane Group und PT Scientist aus Berlin für die ganze Welt besondere Dinge in der Zusammenarbeit finden. New Space Berlin ist ein großes Thema, auch für uns, weil wir, genauso wie Sie, auf der Suche sind nach Nachwuchskräften, nach besonderen Leuten, die uns sagen können, wie wir die Zukunft unserer Erde gestalten. Insofern freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind, darüber berichten werden und wir viele neue Sachen lernen werden. Und ich genauso wie Sie mich mal zurücklehnen darf, lieber Andreas. Also einmal zurück und meine Damen und Herren, viel Spaß. Dankeschön. So, jetzt würden wir Ihnen kurz sagen wollen, was Sie heute erwartet. Wir haben es gerade schon gesagt, wir machen die Veranstaltung zweisprachig. Wir haben hier die Willkommensadressen von Robert Böhme, dem Gründer und Geschäftsführer von PT Scientist, im Anschluss. And then we will have a short speech by Pierre Godard, CEO of Ariane Group Germany. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Thomas Herzombeck da sein kann. Thomas Herzombeck ist der Koordinator der Bundesregierung für das Thema Luft- und Raumfahrt. And this will be followed by the signature of the memorandum itself. And then we'll show you a short, brand new movie that we disclose for the occasion too. Genau, das ist der Grund, warum wir hier sind in einem Kinosaal. Wir haben einen Kinofilm mitgebracht. Anschließend wollen wir ein bisschen darüber sprechen, warum wir eigentlich zum Mond wollen und was dahinter steckt. Dafür haben wir zwei weitere Statements. Das erste von Mari. Maria macht bei uns die Government Relations und Mari wird darüber sprechen, was es braucht eigentlich, um eine wahre, echte Lunar Economy, also ein Wirtschaftssystem auf der Erde für den Mond überhaupt mal zu schaffen. And then we will have a presentation by Mr. David Parker, who is Director of Human and Robotic Exploration for ESA, the European Space Agency. And then you should continue because this because is your guy. It's Jos van Toorhen for Ariane Group Future Program, who will address a little panel together with Jürgen Brandner, unserem CTO und Chief Technology Officer. Die beiden werden dann so ein bisschen ins Technische gehen, einfach um zu erklären, wie die Zusammenarbeit dann sich ausgestalten wird. So, I'm switching shortly back to English. So, the first part, again, will be in German, second part, entirely in English. Ihre Fragen können Sie allerdings anschließend auf Deutsch oder Englisch stellen. Wir werden relativ wenig Zeit haben. Deswegen, wir werden nachher am Ende mit Jürgen und Jost das Podium sozusagen für die Fragen öffnen. Wenn wir mehr Fragen bekommen, als wir beantworten können in der Zeit, stehen Ihnen sämtliche Sprecherinnen und Sprecher nachher zur Verfügung, denn anschließend gibt es, was hier so schön steht, Cocktail, einen kleinen Empfang dort oben, wo wir uns gerade schon getroffen haben. As you know, we won't have much time for question and answer, so during the get-together upstairs, do not hesitate, come see Andreas or I, and we can answer your questions. Okay, with that, without further ado, so to speak, I would like to ask on stage Robert Böhme. Robert Böhme is our CEO and founder of PT Scientist, and you have prepared, I think, a little address, and now we have to adjust the microphone. This is what I was fearing. You can also give me this one. Thank you. I'm quite
happy about flexible microphones. Ach so, Deutsch. Das war's. Wir hatten gesagt, wir machen Deutsch am Anfang. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Zombeck, sehr geehrter Herr Godard, sehr geehrter Herr Parker, ich heiße Sie alle hier herzlich willkommen im Zeiss Großplanetarium und möchte heute Ihnen mit Ihnen in meiner Rolle als Geschäftsführer und Gründer von PT Scientist über etwas sehr Spannendes reden. PT Scientist ist ein schnell wachsendes, mittlerweile mehr als 70 Mann starkes Unternehmen im New Space Sektor und wir haben drei Standorte, wo wir arbeiten. Also wir arbeiten mit den knapp 70 Leuten in Berlin, großteils, Salzburg und auch in Houston. Unser Ziel ist die Entwicklung von Raumfahrttechnologie, ganz speziell dem Mondraumschiff Alina. Das wird man gleich ein bisschen noch im Video sehen. Und wir haben ein kleines Modell dabei, aber das ist nicht so repräsentativ wie das schöne Modell, was wir im Video haben. Aber auch den Mondfahrzeugen, von denen wir ganz viele haben. Und beides zusammen wollen wir zukünftig zum Mond schicken, unter dem Schwerpunkt einerseits Logistik, aber andererseits auch Infrastruktur. Für uns ist Logistik ziemlich wichtig, weil sie das Thema des Zugangs zum Mond sicherstellt. Nochmal mal so gesagt. Zugang zum Mond ist etwas, wo einfach der Schwerpunkt darauf liegen sollte, wirklich kostengünstig und effizient zu sein. Das heißt, es sollte etwas sein, was nicht nur besonders ist. Wir wollen nicht hingehen nach dem Motto, dass man einmal sagt, man stellt seine Flagge dahin und dann war das so teuer, dass man 50 Jahre erstmal nichts macht. Sondern es soll etwas sein, wo man in der Lage ist, es immer wieder zu tun und wo man vor allem auch selber einen Profit erzielen kann. Das heißt, es muss also wirklich gewinnorientiert sein. Das ist das eine schon mal, wenn es um den Zugang geht, also die Logistik. Das andere, was aber ein wichtiges Element ist, ist die Infrastruktur. Das ist, was für mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und Infrastruktur ist so ein großer, schwerer, tragender Begriff. Das spiegelt sich in so sehr einfachen Dingen drin, die man vielleicht verstehen kann, weil es einfacher greifen kann, wie zum Beispiel das, was wir mit Nokia und Vodafone zusammen machen, dieses LTE am Mond, also ein Mobilfunknetz zum Mond bringen. Das sind Dinge also am Mond, die man dorthin bringt, die andere Leute nutzen können, um ihre Mission einfacher und kostengünstiger zu machen. Also Dinge im Weltall einfach, wo man simpel darauf aufbauen kann. Und diese Infrastruktur, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Element. Daran arbeiten wir eine ganze Weile schon, entwickeln die und wollen die dann auch aufbauen im Rahmen dieser Missionen, die wir machen. Unsere allererste Mission ist für das Jahr 2021 geplant und hier möchte ich ganz kurz auch mal die Gelegenheit ergreifen, mich explizit bei Audi und Vodafone zu bedanken, den beiden Unternehmen, die uns jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren unterstützen und uns unser Unternehmen ermöglicht haben, zu dem Punkt zu kommen, wo wir heute hier sind. Das heißt, ein großes Danke von meiner Seite hier. Nun ist heute ein ziemlich spannender Tag für uns, aus zwei wichtigen Gründen. Einerseits haben wir heute etwas, was am ersten Blick sehr sperrig und kompliziert klingt. Wir haben das Payload Preliminary Design Review. Und ich wette, die Hälfte in dem Raum weiß, was das heißt, die andere Hälfte nicht. Das heißt für uns gerade, dass wir bei uns in Berlin-Marzahn in unserem Headquarter Full House haben, weil einfach aus allen Teilen der Welt alle unsere Kunden, das sind also Forschungseinrichtungen, kommerzielle Unternehmen, aber auch Privatleute, die Dinge zum Mond schicken wollen. Also das sind wirklich Privatpersonen, die Geld bezahlen, um etwas zum Mond zu schicken. Das ist das, was sich ganz viele Leute nicht vorstellen können. Ich kann euch aber versprechen, davon gibt es ganz viele und hoffentlich werden das auch noch viele mehr in der Zukunft. Die sind gerade bei uns da und stellen ihren Entwicklungsstand vor. Das heißt, die reden mit unseren Ingenieuren und präsentieren die nächsten drei Tage, wo stehen sie, was für Probleme haben sie, wie bauen sie ihre Hardware ein. Und das ist für uns ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung, unsere Mission auf die Beine zu stellen. Also wenn wir wissen, wo stehen wir, wie können wir alles integrieren, wo können wir Leuten noch helfen, was muss noch getan werden. Das ist ein wichtiger Meilenstein für uns heute. Der zweite große Meilenstein, und das ist der Grund, warum wir hier sind, ist die Partnerschaft zwischen PT Scientist und Ariane Group, die wir in wenigen Minuten unterzeichnen werden. Das ist etwas, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und bei dieser Partnerschaft geht es um nichts Geringeres als die allererste 100%ige europäische Lösung für Logistik zum Mond auf die Beine zu stellen. Also wirklich etwas, was komplett aus Europa kommt, was den Zugang zum Mond möglich macht. Und das natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, wie ich eingangs erwähnt habe, effizient und kostengünstig. Also genau so, dass jeder von uns darauf aufbauen kann, dass es nicht etwas Besonderes wird, sondern etwas Alltägliches. So, ich bin so ein Advokat davon, dass Dinge nicht besonders sein sollten, sondern normal und greifbar. Und im Rahmen dieser Partnerschaft gehen wir vor allem darauf ein, dass wir die Ariane 6.4 als das neue moderne Launch-Vehikel benutzen, um eben diesen Weg ins Weltall dort zu nutzen. Aber vor allem auch bauen wir auf die langjährige Erfahrung von Ariane Group im Bereich Propulsion, also Antriebssysteme auf. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil es für uns da eben auch darum geht, dass wir mit Alina sicher und auch heile zum Mond kommen. Das ist eine große Herausforderung. Es hat sich auch gerade in den letzten Monaten wieder gezeigt, wie schwierig es ist. Auch einerseits
Also es ist nicht nur das, was private Leute Schwierigkeiten haben, aber auch staatliche Missionen haben immer mal wieder Schwierigkeiten, heil an den Ort zu kommen, wo sie hinwollen. Und das ist halt was, was für uns sehr wichtig ist, genau da einfach auf dieses Know-how drauf aufzubauen. Also das aufgreifen zu können und darauf aufzubauen. Und darüber freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit. Es hat in den letzten Jahren und auch Monaten schon einen sehr guten Austausch gegeben zwischen unseren Ingenieuren und den Ingenieuren von Ariane Group. Und ich hoffe, dass wenn wir jetzt die Vereinbarung unterzeichnen, dass wir das auf eine neue Ebene heben können und weiter intensivieren und ausbauen können. Und ich möchte im Prinzip an der Stelle mich noch einmal ganz herzlich bei den Mitarbeitern vom Unternehmen Ariane Group bedanken, beim Herrn Godard. Und ja, das ist im Prinzip mein Schlusswort. Dann würde ich gerne übergeben den Mikrofon. Thank you very much, Robert. I'd now like to welcome on stage Mr. Pierre Godard, the CEO of Ariane Group Germany. Funktioniert? Vielleicht. Funktioniert? Ja, genau. Sehr geehrter Herr Jatombek, dear Mr. Parker, sehr geehrter Herr Böhme, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen zum Mond, nicht weil es einfach, sondern weil es so schwer ist. Mit diesen Worten appellierte US-Präsident Kennedy im September 1962 an den Ehrgeiz einer Nation und den Entdeckergeiz unserer menschlichen Natur. 50 Jahre ist die Mondlandung der Amerikaner nun her. Im erneuten Wettlauf ins All geht es nicht darum, Geschichte zu wiederholen und erneut eine Flagge auf dem Mond zu hissen. Vielmehr dient der Mond als Oberfläche für neue Technologien, als Katalysator von Innovation, als Sprungbrett ins All und allem voran als strategische Ressource. Ziel ist nicht mehr der Mond an sich, sondern seine intelligente Nutzung, und damit sind wir beim Wesenskern der Zusammenarbeit von Ariane Group und PT Scientist. Anfang des Jahres hat uns die ESA beauftragt, eine Landung auf dem Mond vor 2025 zu prüfen. Im Mittelpunkt steht der Abbau und die Nutzung des Minerals Regolith, aus dem Wasser und Sauerstoff gewonnen werden können, sowohl für eine autonome menschliche Präsenz auf dem Mond als auch zur Treibstoffgewinnung für weiter entfernte Ziele. Mit dem heutigen Tage wollen wir an die erfolgreiche Kooperation im Rahmen dieser ESA-Missionsstudie anknüpfen und unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen. Drei Themen sind mir dabei besonders wichtig. Erstens, mit dem heutigen MOU zwischen Ariane Group und PT Scientist schaffen wir in der deutschen Raumfahrtindustrie ein Paradebeispiel für die fruchtbare Symbiose von Systemhaus und Startup. Denn durch unsere Zusammenarbeit bringen wir mit Erfahrung und Systemfähigkeit auf der einen Seite sowie Agilität und Disruption auf der anderen Seite. Das Beste aus beiden Welten zusammen. Kurzum, wir brauchen diese Form der Kooperation, um unsere Stärke und Fähigkeiten zu bündeln, neue Impulse zu generieren, Wissenstransfer nach innen und außen zu ermöglichen und uns stetig weiterzuentwickeln. Das geht nur gemeinsam. Bereits in der Vergangenheit haben wir damit exzellente Erfahrungen gemacht, denn PT Scientist steht beispielhaft für die hohe Beteiligung innovativer, kleiner und mittelständischer Unternehmen und Startups am Ariane-Programm. Mit rund 60% machen sie bereits heute mehr als die Hälfte des Auftragsvolumens der Ariane 6 Entwicklung aus. 85% von ihnen kommen aus Deutschland. Da wir heute auch Besuch aus der Politik haben, erlauben Sie mir an dieser Stelle den Hinweis, dass dies im Wesentlichen auch dem Ziel der Bundesregierung entspricht. Ich zitiere: die Beteiligung innovativer, mittelständischer Unternehmen an Raumfahrtprojekten zu erhöhen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf globalem Niveau zu stärken. Mit Ihrer Unterstützung für die Ariane unterstützen Sie also auch die zahlreichen Hidden Champions in der Tiefe und Breite der deutschen Wertschöpfungskette. Zweitens, gemeinsam mit PT Scientist bilden wir ein 100% deutsch-europäisches Konsortium, das von der ersten Skizze bis hin zur Landung auf der Mondoberfläche alle Serviceleistungen für die gesamte Mission gewährleistet und ausschließlich auf deutsche
und europäische Raumfahrttechnologie zurückgreift. Ich denke, darauf können wir alle stolz sein. Drittens, die Missionsstudie unterstreicht abermals die Vielseitigkeit und Flexibilität der neuen Ariane 6, die alle erdenklichen zukünftigen Ansprüche, Märkte und Missionen bedienen kann. Von Einzel- oder Doppelstarts in den geostationären Erdorbit über mehrfache Starts für Konstellation, Schwerlasttransporten zur internationalen Raumstation bis hin zu 8,5 Tonnen Ausrüstung zum Mond. Welche Vision und Ambitionen Europa auch formulieren wird, für Ariane gilt das Motto Any Mission, Any Orbit, Anytime. Meine Damen und Herren, die moderne Raumfahrt ist längst mehr als wissenschaftliche Liebhaberei. Sie ist Technologieträger, Innovationstreiber und für die Bewältigung unseres modernen Alltags unverzichtbar. Als leidenschaftliche Raumfahrer beobachten wir daher mit großer Freude, dass mit dem wiederentfachten Wettlauf ins All auch eine neue Welle der Faszination und Begeisterung in Medien, Politik und Gesellschaft resoniert. Gleichsam wollen und müssen wir aber weiter daran arbeiten, die Errungenschaften und den alltäglichen Nutzen der Raumfahrt noch stärker ins Schlaglicht der Öffentlichkeit zu rücken. Ich darf Sie daher herzlich dazu einladen, gemeinsam mit uns für die Raumfahrt zu werben. Einer, der das schon seit nunmehr einem guten Jahr tut, ist der Koordinator der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt, Herr Thomas Jarzombek, an dem ich nun das Wort übergebe. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Godard, lieber Robert Böhme, Herr Parker, meine Damen und Herren, Spezifizierte in diesem Raum. Ich freue mich jedenfalls, dass ich in dieser Woche zum zweiten Mal hier bin. Und ich bin zum zweiten Mal hier bei einem spannenden Start-up. Am Montag haben wir Up42 hier präsentiert, oder nicht wir, sondern die Firma hat sich präsentiert. Ich durfte nur darüber reden. Es hat mir Spaß gemacht. Heute ist es das zweite Mal und ich glaube, das, was beides verbindet, ist, dass es Plattformen sind, die hier geschaffen werden und nicht einmal Ereignisse. Und das, was Robert Böhme vorhin gesagt hat, fand ich einen wirklich tollen Ausspruch. Ich bin ein Advokat des Normalen. Und ich mache jetzt seit einem Jahr Luft- und Raumfahrt. Vorher habe ich mich mit Digitalisierung und Startups und solchen Dingen rumgeschlagen, aber ich hatte von Raumfahrt keine Ahnung. Und ich sehe sehr viel Manufakturarbeit. Ich sehe tolle Leute, faszinierende Dinge, unglaubliche Emotionen, aber eben sehr viel Manufakturarbeit. Und das, was ich promote an dieser Stelle, ist, dass wir, wenn es stimmt, was heute Morgen Alexander Gerst gesagt hat im Deutschen Bundestag, dass wir heute mit der Raumfahrt dastehen, wo die Luftfahrt vor 100 Jahren war, müssen wir in einen industriellen Prozess hineinkommen. Und von all den Gründungen, die ich über die letzten Jahre gesehen habe und von all dem, was ich hier in der Raumfahrt sehe, ist das, was der Robert Böhme macht, so ziemlich das Spannendste. Denn hier wird tatsächlich erstmal wirklich mit Privatinitiative gearbeitet. Hier hat man ganz clever, immer wenn ich mal darüber rede, was New Space ist, sage ich, da gibt es einen Gründer, der hat Audi dazu gebracht, den Audi Luna Quattro in den Weltraum zu schieben und das zu finanzieren. Der hat dann als nächstes Vodafone dazu gebracht, einen LTE-Sender zu bauen. Und die Frage, wenn am Mond wirklich viel passiert, dann braucht es dafür Infrastruktur. Und diesen LTE-Sender da aufzubauen, ist nicht nur vordergründig ein guter Marketing-Coup, sondern hintergründig betrachtet der Aufbau einer Infrastruktur, die eben trägt. Und ich glaube, die Geschäftsmodelle, die auf Perspektive funktionieren, das sind die Pionierleistungen, die als erste da sind und die Plattformen schaffen, Infrastrukturen aufbauen, auf die anschließend andere aufsetzen. Und wenn euch das gelingt, dann glaube ich, werdet ihr wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Dafür trägt diese Initiative heute bei. Herr Godard, Ariane und PT Scientist zusammen. Das ist eine tolle Geschichte. Das Verhältnis, was die deutsche Regierung zu Ariane hat, ist ja auch ein forderndes. Wir wollen gerne, dass sie pünktlich starten. Wir wollen gerne, dass die Budgets eingehalten werden. Wir wissen natürlich, es ist Rocket Science. So trivial, wie sich mancher das vorstellt, ist es halt am Ende alles nicht.
Und es ist natürlich dann am Ende auch eine große Herausforderung, wie ein so großes Unternehmen mit so einem jungen, dynamisch agilen Startup zusammenarbeitet. Und deshalb hoffe ich, dass das beide befruchtet, dass die Agilität auf Ariane abfärbt und dass aber nicht die Unternehmenspolicy eines Großunternehmens bei den PT Scientists einkehrt. Kann ich mir fast auch gar nicht vorstellen. Damit möchte ich nämlich enden. Wir sind irgendwann mal vor einigen Jahren in Tel Aviv gewesen und haben da ein Startup gesehen, was von Milliarden, wirklich, ich glaube, 7 oder 8 Milliarden von Google gekauft wurde. Und dann haben wir gefragt, okay, und wie werden jetzt in eure ganzen Daten gematcht? Und dann hat uns der Gründer gesagt, wieso sollten wir hier Daten matchen? Dann habe ich gefragt, aber Google kauft für 8 Milliarden so eine Firma und jetzt wird das nicht zusammengepackt. Und dann hat er gesagt, Google hat uns nicht gekauft, damit wir genauso werden wie Google, sondern damit wir so bleiben, wie wir sind. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, wenn es um die Kooperation von alten oder gar nicht mal so alten, aber von großen etablierten Unternehmen mit den jungen Wilden geht. Ich glaube, man muss die Freiheitsgrade lassen. Ich bin mir sicher, sie werden das tun. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und mal gucken, wer schneller auf dem Mond ist. Wir mit dem Lunar Gateway und der NASA und allen zusammen oder Ariane und die PT Scientists. Will jetzt hier keine Wetten abschließen. Beides ist gut, beides brauchen wir. Viel Erfolg, alles Gute. Vielen Dank, Herr Zombeck. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Unterzeichnung. Now we're going to actually sign the agreement, right? The I actually concealed it here. Okay. Wir haben das Dokument ein bisschen versteckt vor den neugierigen Augen und wir haben es hier und wir würden das gerne direkt hier unterzeichnen und ich würde bitten, Robert Böhme und Pierre Godard rüberzukommen. Julien bereitet das hier mal vor. Stifte liegen bereit. Even provided the pencils. Vielen Dank. Vielleicht noch einmal für die Kamera. Wunderbar. Maybe we'd like to welcome Mr. Jasenbeck on stage 2 for a picture with our CEOs. Vielleicht können die Fotografen einmal hier so ein bisschen durchkommen, dann haben wir vielleicht eine etwas zentralere Perspektive da drauf. Vielen Dank. And now we would like to ask David Parker maybe to join the stage if he's available. Thank you. Go ahead. What the hell? Herr Zombeck, Herr Zombeck, bleiben Sie da. Wir machen noch ein Foto mit Ihnen und Herrn David Parker, wenn das okay für Sie ist. Sorry. There was a little bit of misunderstanding. I'm sorry. And just an additional picture. Maybe. Thank you. Exactly. Sorry. Thumbs up. Thumbs up is always great. That's a nice family picture. Thank you so much. Thank you so much. So. And we know you're all here for the signature, but I think we're going to show you a little movie now too. Genau, das wäre jetzt der Moment, wo wir das Licht dimmen könnten, es leise wird.
Thank you very much. We will now welcome on stage Mari Eldom from PT Scientist for a presentation. We need to adjust the microphone. Yeah, there we go. Testing, all okay? No. Perfect. Good. Thank you. So, ladies and gentlemen, Europe has never been to the moon. PT Scientists, together with our partners, are preparing to change that. But perhaps equally important, we want to prove that Europe can be a fertile ground for companies who want to take a leading position in lunar exploration. We want to prove that it's not a prerequisite for success to be based in the US or Asia, but that it can be done from Europe, from France, or from Germany. For the lunar business to be sustainable, there is a need to create a lunar economy. By lunar economy, I mean in very simple terms that there must be a demand to do things on or around the moon and an ability to provide services which facilitates for this. While we recognize that the demand for such services will be global, we think it is very important that Europe position itself to have a strong role in supplying these services. We aim to do our part, and we are quite optimistic about our future. But we recognize that we operate in a broader context, and that with the creation of new markets, we need dialogue and a concise approach to ensure that we move forward in the best possible manner. In light of this, I would like to highlight four aspects where we think it's important to have a discussion to promote European competitiveness. Number one, Europe must start to develop a lunar economy now. As the big spacefaring countries and a number of private actors are aiming for the moon, we believe the time is now. We have a chance to spark a market where both public and private actors act as suppliers and customers. If Europe wants to take part in this market, there is a need to act now or be left behind. We in Europe must commit to lunar exploration missions, take actions to raise awareness in the market, and facilitate for European commercial entities to be able to compete. As to our role, we see our first mission as a lighthouse project, encouraging interest and awareness both within the traditional space sector and outside. We see this as crucial in order to get the critical mass of customers needed to spark a lunar economy. And this is one of the reasons why we work together with Red Bull Media House to ensure global coverage and excitement for our mission. The second element we think is important is that Europe must prove that it is a fertile ground for fostering European lunar companies. In the past few years, PT Scientists have evolved from being from developing a small mission meant to compete in the Google Lunar X Prize to a company aiming to offer full-scale commercial lunar services. As a consequence, we are no longer able to rely solely on funding from our original partners and have started selling payload capacity, looking for new partners, competing for contracts, and looking into grant opportunities in Europe. We are very happy to say that we are already signing payload customers, taking part in consortiums winning contracts, and signing new partners, as today bears witness of. However, we are also noting challenges in relation to public funding options available to us in Europe in comparison to options in other regions. In 2019, the European Commission and European Investment Bank published a report which analyzed how well-suited the European ecosystem is for new space companies. The report concludes that there is a void in relation to suitable funding options for European companies developing hardware for robotic space exploration due to the high upfront costs and long timelines on return on investment. In other regions of the world, this is not the case. Two such examples are the investment of public institutions in Japan into Japanese lunar landers companies and the $2.6 billion NASA Commercial Lunar Payload Service program, popularly known as CLPS, where NASA will buy transportation services from selected American lunar companies. Furthermore, we're seeing that these companies benefiting from these initiatives are now creating subsidiaries in Europe, competing for the same contracts we are, but with the advantage gained from having public money from their home regions. We would like to have a discussion on what tools Europe have or can create to level the playing field. The third element is we think we need to find ways to work better together and find cooperation models that share risks and encourage competition.
New space is characterized by new types of partnerships. For example, PT Scientist is working with non-space companies such as Audi and Vodafone, with institutional partners such as ESA and DLR. And of course, we see the reinforced cooperation with Ariane Group as key for fostering a European lunar economy. We are extremely proud and fortunate to be working with our partners. However, as you have kindly given me the floor today, I would like to challenge everyone in this room, including PT Scientist. In the past few years, I have worked for a national space agency, a regional space agency, and now a private company. On all sides, there seems to be some frustration in working together in a new space era. A source of this frustration seems to be that the cooperation structures and project management styles are often tailored for the traditional space, and the productions of very, very expensive space missions and a very, very low accepted risk profile. Going forward, I believe that Europe needs to have a conversation and work together to find the best solution to increase our competitiveness by maximizing the benefits associated with new space, namely to produce at a quicker rate, cheaper but still very capable and very reliable spacecrafts. This will require creative thinking, a balance of interests, acceptance of some risks on all sides, and a dialogue for how we approach project management, as well as technical and regulatory requirements. The fourth aspect we think is important for a European lunar economy is that we must pursue both international cooperation and independent European lunar missions. We are very happy to see the number of international cooperation projects that ESA is preparing for the ministerials in November, including the Lunar Gateway. However, in the preparation of these missions, we would encourage ESA and its member states to not only look at existing European capacities, but what it could be beneficial to develop in the future, and in particular, how international cooperation projects could be a tool to support the development of such capacities, and including how it could support a lunar economy in Europe. In addition, we see independent European mission as critical for a number of reasons. First of all, it would give Europe's lunar exploration plans long-term stability and independence from volatilities of political decisions in other domestic systems of our international partners. Secondly, we believe European independence missions are crucial to foster a European industry and level the playing field against our international competition. And lastly, in a new space area, there could be new ways of working together, which would allow less public spending for lunar missions. For example, as NASA is doing through CLIPS, where instead of facing the development cost for whole missions, they are simply buying a ticket with a commercial entity. Looking ahead, we hope that Germany and other European governments will support the ISRU mission and other lunar projects being proposed at the ESA ministerials in November. These projects are crucial to foster a European lunar economy. To conclude, we are ready. We want to work together. Let's take Europe to the moon. Thank you. Thank you so much. We'll be happy to welcome on stage now Mr. David Parker for ESA for the presentation. Thank you very much. Sehr geehrter Herr Jarzombek, good afternoon, friends old and new. It's great to be here on behalf of the European Space Agency to say a little bit about why we think what is happening today, what is happening with Ariane Group and PD scientists coming together, could be indeed part of the future lunar economy, part of the vision that we have for space exploration in Europe. As has already been mentioned a few times, we have a great opportunity to set out a future path for Europe in exploration with a ministerial meeting that's happening later this year. But I want to give you some background to what's happening, what we're doing and thinking about in ESA for the future space exploration. So let's go into my slides and let's go fast. It's a big year. Decisions are going to have to be made. You've got the message. There is a new era of global space exploration which is happening. It's not only US going back to the moon. It's not only China landing on the far side of the moon. There are more and more countries coming into the world. You will see India launch its next lunar mission very shortly, another big step forward in lunar exploration. So we here in Europe, and I speak as a European wanting to see Europe play its part in this future of space exploration, has choices to make. Next slide, please.
But I want to go back because I'm so old that I remember the moon landings. I remember Apollo. If I was not there, at least I was watching it on the black and white television in the school hall as a kid. This is one of my favorite pictures from the lunar exploration, and it's the start of a story in this presentation. It's the only scientist who ever went to the moon, a geologist, American geologist Jack Schmidt, doing his work on the moon. One of the rocks he brought back, and famously it was a bright orange material, was reanalyzed only a few years ago and discovered not only to be contain a lot of titanium, a very valuable mineral, but water at a level of 1,000 parts per million. And it's part of the story of the word in this presentation is about sustainable exploration. Sustainable in the sense of affordable and sustainable in the sense of using resources to take us further in our journey of space exploration. Why did we not stay at the moon? This graph tells you why. The American space program peaked expenditure in 1966 and had already fallen by the time Neil Armstrong stepped onto the moon and is now less than 0.5% of the federal budget in the US. Or to put it another way, today NASA spends $10 billion a year on its exploration of low Earth orbit, moon and Mars, or $200 million a week. Europe, next slide. Our expenditure proportional to our gross domestic product of the European economy peaked in 1991 at the start of the space station program, the very early days of the space station program, and has been on a similar kind of decline as the US has experienced. So message number one, we have to be a lot smarter, a lot more efficient, and also international cooperation is at the heart of what we do. So both the combination of being smart and efficient and international cooperation. And that's the way forward, I think, for space exploration. Next slide, thank you. We have a vision, and the vision is to extend the presence of human beings, places where we can live and work. The horizon goal is Mars. The horizon means I can see it, but I can't reach it. And there may even be places beyond that one day. But the horizon goal is far beyond where we are today. We've been living and working now for nearly 20 years in low Earth orbit. How far away is low Earth orbit? Let me try and explain. That's the Earth. Low Earth orbit, where the space station is roughly the length of the hairs on the back of my hand. How far away is the moon? Roughly the people in the fourth row here. Vikings and middle. About half. Yeah, roughly about right. How far is Mars? Well, roughly back to the Brandenburg Gate, somewhere like that at its furthest extreme. It's a long way to go. It's difficult to get there. We need to take steps on this journey, and the moon is key to that journey. It's central to our exploration vision. So it's a week away, roughly, to fly there, whereas it's 1 to 2 years to make a round trip to the red planet. To go send humans one day to Mars, has a whole list of technical and psychological challenges. The one at the bottom is, press the button again, is the one that flashes. Press the button, please. A lot of these challenges, a lot of these risks can be solved by the work that we will do at the moon. We want to, the moon, I call it the eighth continent of the planet Earth. We barely explored it. In fact, I always call it a museum of 4.5 billion years of solar system history. And so far, we went to the museum gift shop, grabbed a few souvenirs, and came home again. It's like the exploration of Antarctica was 100 years ago, 1910, 1912. People raced to the South Pole and then forgot about it for 50 years. Now it's a place to do some of the most important science on planet Earth, climate change. And we found the ozone layer hole through the research of the Antarctica. We use it now to understand how we will go into deep space. We've even found Mars in Antarctica. Martian meteorites brought back and analyzed in our laboratories. The moon is the same thing for space. We have to go further. So let's go further to the moon, please. Next slide. We are on our way. Europe and Germany in particular should be proud that we are right at the heart of the next human voyages to the moon. The first service module was delivered from Bremen last year, is being assembled at the Kennedy Space Center right now.
Whichever, whenever humans return to the moon, whether it's with in 2024, 26, 28, it's going to be using German technology. There's no question that the next humans to land on the moon will go there with Orion, and they will fly there using German technology. It's critical. Next slide. Where will they fly to? Well, we want to get back to the surface of the moon. We need a base camp. Sustainability, here comes the word. We don't want to just race there and come back again. We want to go there and stay. And to do that, we need a base camp, somewhere where we can communicate with all of the surface of the moon, and the Gateway is the opportunity to do that. The Gateway covers 86% of the surface of the moon from its orbit. It provides continuous communications back to Earth. It's in a location where robots and humans can do their work for long periods of time. So it's part of our way of going back to the moon. Next slide. But why do we want to go back to the moon? Lots and lots of reasons. The scientists in Europe have come up with a list. They produced a strategy. It's a 50-page document. I bore you by turning it into one slide. But again, one of the things that came out strongly was sustainability. How do we go to the moon and use the resources there to allow us to be more efficient? So along with the scientific strategy, Europe and ESA has worked together to produce how we're going to use these resources on the moon. What resources are you talking about, Mr. Parker? Well, here are the four basic elements of using the resources in all roughly the order in which I think it will happen. The first is to convert materials on the moon into propellants, rocket fuel to take us further. 80% of the cost of space exploration is transportation. Probably more. So it's a huge part of the cost. So taking everything out of the gravity well of Earth, taking it to the moon and using it is really inefficient. If you can find a way to use the stuff of the moon for propulsion, that's a big step forward. We now have a high degree of confidence as significant quantities of water on the moon. So converting that into breathable oxygen and drinkable water is also a step for sustainable exploration. The next step will be to actually take the materials on the moon and maybe fabricate things, spare parts for our vehicles, or simply the shelters that we need to protect the astronauts. So metals for in-situ manufacturing. Eventually, one day, and I don't believe it's still science fiction, but one day products will have a value back here on Earth. Maybe somebody will pay a premium price for a glass that has been manufactured on the moon and brought back here, but that's not real industry, that's not sustainable industry. So our strategy is to demonstrate the feasibility of using lunar resources in the next decade as a way for this sustainable exploration. How are we going to do it? Next slide, please. It flashes. It's scientific research, it's technological innovation, it's increasingly finding non-space partners, so companies that are interested in pushing forward their materials extraction technology. We have a company that has a brilliant way, efficient, energy-efficient way of extracting titanium from the titanium oxide ore. Ooh, titanium. I mentioned that, didn't I? That's on the moon. So they are interested in, they have a process that is very efficient for extracting titanium. The byproduct on Earth is oxygen. They don't care about that. On the moon, oxygen, massively valuable, interesting. Possibility to push forward all of our European manufacturing technology using the challenge of space exploration. And then last but not least, novel services. We want, as somebody said, or as I think you said already, not just to buy a lander, we want to buy a ticket to the moon. We want services, we want telecommunication services, maybe navigation services. And that's where companies like PT Scientist working with Ariane Group come in. The possibility for, in order to advance our overall plan, to promote industry, commercial industries that can sell their services to the rest of the world, but maybe can be a customer for ESA. And that's why we're excited about this signature event today. Next slide, thank you. And so, just press the button, keep pressing. We already have plans for the first scientific payloads to go to the moon. We're working on them right now, the first technologies and payloads, scientific payloads to the moon. Oh, look, there's a picture of PT Scientist there. They could be one of the organizations that we buy the services to take our payloads to the moon.
And then the second step is to do this demonstration of in situ resource utilization, and that will need a big, powerful capability to land on the surface of the moon. It would be great if that is through a European company, and it would be great if it was through maybe the company that's working together with Ariane Group here, and PT Scientists is the name of the company. And all of this will support our sustainable exploration of the moon so we can live and work for the foreseeable future and expand the human presence into the solar system. And so in summary, this combination of what we're already doing with expanding the presence of human exploration with Orion, with the Gateway, the robotic exploration to work out how we can use the resources of the moon will allow us to get to this point of a sustained presence on the moon, doing science, technology, innovation, and inspiring generations yet to come. And so all of that is part of our vision for the ministerial that's coming up later this year. If the right decisions are made and if we work together, these are some of the headlines that will come out of the next 10 years of exploration and starting pretty soon. The first European could be on their way to the moon. The first lunar internet service, we want to do that. First proof that explorers can live off the land to use off-world resources, this buzz phrase, in situ resource utilization. Oh, and by the way, we also want to go to Mars and come back again for the first time. Big challenges, big opportunities. These are big decisions. All of these things, somebody is going to do them. Don't be in doubt. The question is whether Europe wants to do them. Thank you very much. Thank you, Mr. Parker, for what I can call a stellar presentation. Ja, vielen Dank, David Parker, ESA-Direktor für bemannte Raumfahrt und robotische Exploration. So, jetzt now, I forgot for a second that we're now in the English-speaking part. I'm sorry. You too, I. So I'll leave it to you to introduce. We'll welcome on stage for a short panel our two experts, Mr. Jos van Toeren from Ariane Group. And Jürgen Brandner from PT Scientists, of course. So, and I would like to invite you here over to this table. So we even prepared some water in the case you might be thirsty. So I would like to ask, we discussed that you would start asking first. Okay, so I think we're going to hear me without the mic. So guys, can you tell... Live stream, so you're right, sorry. Can you tell us a bit more about this mission we're working on and this collaboration we're trying to set up? I'll start off if it's okay with you, Jürgen. So indeed, what is new? And what is new, as I think it's been said today, from a neat point of view, it needs to become easier to do things on the moon. We don't want customers to be absolute experts in space, to do business using space assets. And this is why we are absolutely keen on lowering this entry barrier. And this is, I think, the most innovative part from a business point of view of what we're trying to do. It is really an end-to-end service. So it means that from the moment that the customer that either wants to put his instrument or something else on the moon, the moment he gives it to PT Scientists, up to the moment that it is on the moon and operational with a link down to the ground and the ground station, all that part as an end-to-end service. And I think it is this spirit which is also behind the memorandum of understanding that was signed today, why this as a whole package means in very, very tight cooperation. And this is also why today, I think with the MOU, we started with the ESA contract working together very intensively. And with the MOU, because of the success we've seen and also the complementarity, why we have want now to see this MOU as a starting point. This is not the end of a long discussion. This is the starting point to continue working together in more areas than just on the ESA contract on which we are working so intensively today. Yeah, now you answered, I think, everything about that. Yeah, I think it's a little bit more than one mission. It's as you said, it's a first step in the future, working together between a big company. With important and huge experience in space, and yeah, let's say a startup with a great vision behind,
And yeah, we heard about resources and so on, but at first we have to reach the first step, and that's logistic. We have to learn to land safe on the moon. Most of you, or many of you, see what's happened, I think, 1 month ago with our colleagues from Israel. And it's not easy. And I think with such a cooperation, also for B Design, it's got a little bit easier to reach that goal. Can I maybe jump in here? Can I maybe jump in here and ask? We heard that we want to land on the moon. Okay, but as you said, it's not easy to land on the moon. So what needs to be done? So we saw the nice video, and we know, and we're very convinced that Ariane Group will bring us to a lunar orbit. They're very experienced in doing that. We want to provide the lunar lander. Can you run us quickly through the sequence of what's going to happen? So, because you mentioned, as one hint, you mentioned we need to land somewhere we want to land. Yeah, it's not, our goal is not to land somewhere. When a customer is coming to us, I think, or we have to land on a explicit position on the moon. And that is one of the hardest things, because, moon is not easy for that, and we have to choose the right day where we launch. We have to choose the right trajectory to get to the moon, and it's not just landing an airplane on the Earth. You have nothing on the moon, and we have to develop our own software, our own instruments together with our partners, and that's the only way to land. And And I guess what's also a compliment to that, we have to do it competitively, right? Because if we're going to be procuring it as a commercial service, it means commercially, means competition. It means we need to be competitive. Just from a launch point of view, for those of you who have been paying careful attention to the video, you will have seen that Alina was not flying alone. Yeah, it was sharing the launch with another payload, in that case, a geostationary satellite. Why do we do that? Well, one, because it is a huge launcher, and this is fantastic because you get a fantastic price per kilo. It only makes sense, though, if you fill it up. And that's what the whole idea here is, that depending on the need of PT scientists regarding their how much payload they want to send, actually, it is very interesting to send it as a co-passenger, mixing it with a commercial satellite, in this case, a geostationary satellite. Is that easy? Absolutely not. Is it possible? Yes. So this is something we've been working on intensively. Yes. And as you mentioned that we already work together, could you maybe, Jürgen, but maybe also Joost, describe a little bit what the benefits are of this working together? I see on one hand Ariane Group as the established player in the space business with a long history, a very successful track record. And then I see PT Scientist, the still very young new space company. So where's the benefit maybe for you guys from Ariane Group to work with us? So it's for us, it's very clear, the MOU is really set up not as a one-way street. That is not the idea is not absolutely not that a legacy company like ourselves is now going to help PT scientists. It's a two-way street where, and this we've already seen in working together, we are learning from each other. And also in the MOU, it's not about one mission. It is really about working on several topics and starting discussions on several topics, on mission, on system, on subsystem level, and to benefit on both sides, either from knowledge on Ariane Group side regarding qualifying, regarding developing ways of working. On the other hand, in the opposite direction, on disruption, low-cost approach, design to cost, all that stuff, this is extremely interesting for us. Yeah, from our side, it's at the first hand, it's the experience. What we learned from Ariane Group and as a startup, I mean, it begins a little bit chaotic, and we now try to find our way in this industry. And I think
working together is perfect for us to create our own philosophy, see what works for us and what we can learn from Ariane Group, but without losing our own culture into this game, and that's what we see. Thank you so much. So with this, I would like to open the floor to maybe questions from journalists attending the event here today. Wir können das auch gerne auf Deutsch machen. Jürgen und Joost sprechen beide auch Deutsch. But we also can ask. You can ask in English. We can try to answer in English too. So, gibt es irgendwelche Fragen hier aus der Runde? Okay, die gibt es nicht. Dann machen wir an dieser Stelle hier Schluss. Ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, nach oben zu gehen. Dort werden wir alle Sprecher nochmal haben. Das heißt, wenn Sie sich jetzt nicht wirklich, sagen wir mal, trauen, Ihre Frage zu stellen, vielleicht darüber, wie das eigentlich so funktioniert mit der Raumfahrt, wie man zum Mond kommt, wir können die oben nochmal im kleinen Rahmen, können Sie die Frage gerne nochmal stellen. Unsere Experten von Ariane Group, Expertinnen von PT Scientist, stehen für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank fürs Kommen. Oben gibt es noch einmal ein Glas. Stoßen Sie mit uns an. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss.